Musik versteht man auf der ganzen Welt. Jetzt erzählen wir die Geschichte ganz von vorn. 1732 wurde er geboren. In einer Kleinstadt, bekannt als Murau. Im Paukenspiel sehr schlau. Josefs Musik versteht man auf der ganzen Welt. Denn Papa Haydn war als Komponist ein Held. Er musizierte, dirigierte, arrangierte, orchestrierte. Ja, der Josef faszinierte. Ja, als Sängerknabe er ganz früh begann. Und Fürst Esterhazy bald für sich gewann. Die Wiener Klassik und seine Werke, Sonaten waren seine Stärke. Josefs Musik versteht man auf der ganzen Welt, denn Papa Haydn war als Komponist ein Held. Er musizierte, dirigierte, arrangierte, orchestrierte. Ja, der Josef faszinierte. Sinfonien, Sonaten, Opern, Menuette. Ja, er schrieb auch wunderschöne Streichquartette. Ach, seine Schöpfung, die Jahreszeiten, sie uns bis heute begleiten. Josefs Musik versteht man auf der ganzen Welt, denn Papa Haydn war als Komponist ein Held. Er musizierte, dirigierte, arrangierte, orchestrierte. Ja, der Josef, so wie heute auch schon damals faszinierte. Josef Haydn inspirierte.